Es ist sowas wie die Generalprobe für das Liebherr-Pokalfinale, denn dann werden diese beiden Teams wieder aufeinandertreffen in der Runde der letzten vier. Simon Gossi und Alvaro Robles werden dann auch mit dabei sein, nämlich beim Spiel Ochsenhausen gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt. Jetzt aber das Ganze erst einmal im Ligabetrieb. Und da machten eben Gossi und Robles den Anfang in diesem Match. Sehr starkes Spiel. Der Franzose würde schon sagen, favorisiert gegen Robles, legte auch gleich gut los. Hier jetzt allerdings die Rückhand drüber, gucken wir nochmal aus der zeitlichen Perspektive. Sehr schön gemacht von Gossi, wie er den Ball noch unten vom Boden wegfischt. Aber dann nochmal ein Netzroller von der Blockball ins Aus. Trotzdem, wenn es drauf ankam, dann war Gossi der bessere Mann. Auch hier wieder sehr schön die Vorhand gespielt. Toller Winkel. Da kann Robles nicht mehr rankommen. Die ersten beiden Sätze also an den Franzosen für die TTF Liebherr Ochsenhausen. Und wieder so ein toller Ballwechsel überhaupt. Da gab es einiges zu sehen in diesem Match. Tolle Rallyes mit dabei. Ist nicht, wie man hier sehen kann, sondern er versucht immer ein bisschen Spin reinzukriegen. Und so auf den Tisch zu spielen. Aber auch im dritten Satz war letztlich Gossi der Mann, der sich dann recht deutlich absetzte. Hier verzieht er wieder die Vorhand. Also die schönen Punkte, die machte Robles, aber das reichte eben nicht. Denn Gossi, der machte mehr Punkte. Hier tauchte nochmal tief ab. Robles kam dann allerdings wieder ran. Aber dann im entscheidenden Augenblick. Wunderschön, wunderschön. Da war Gossi eben dann doch den Ticken stärker, auch wenn hier Robles den Ball verwandeln kann. 10-9. Matchball im dritten für Gossi. Und was für Ballwechsel, abgewehrt durch Robles. Und dann nochmal Matchball und dann war es passiert. Hier also der Erfolg für Simon Gossi in einem Wahnsinnsmatch. Und damit die Führung für Ochsenhausen, dann Kanak Char gegen Benedikt Duda. Duda, ja, ein Punktegarant für Bergneustadt. Hinterm Tisch noch gegen den US-Amerikaner, der mittlerweile wirklich sehr gut in der TTBL angekommen ist. Kam ja aus Grenzau zur neuen Saison nach Ochsenhausen. Und mittlerweile zeigt er sein großes Talent, zeigt, was er für Möglichkeiten hat, auch in diesem Spiel. Wieder so eine tolle Rallye hier. Wirklich klasse zum Zuschauen. Letztlich sollte er das Spiel gewinnen und damit Ochsenhausen 2-0 in Führung bringen. Wir springen rein in das dritte Match und da ist Hugo Calderano wieder mit dabei, war ja international unterwegs und deshalb in den letzten Spielen für die TTF Liebherr Ochsenhausen nicht am Tisch. Dieses Mal aber wieder mit dabei. Auf der anderen Seite bekam Alberto Mino seinen Einsatz für Bergneustadt, aber gegen Calderano, da hatte er es erwartungsgemäß ziemlich schwer. 2-0 Führung hier schon für Calderano. Aber dann auch wieder gut gespielt von Mino. Diese Vorhand hier. Letztlich aber im vierten Satz fast die Entscheidung. 10-9 und noch immer noch ein Matchball für Calderano. Und dann der Ball im Netz. Da war es passiert. Ochsenhausen gewinnt 3-0. Machte das Ding zu und insgesamt heute waren wir wieder sehr, sehr, sehr gut zusammen, gut gespielt und besonders Kanak, also 3-1 gegen Duda, ja, also wieder sehr gut gekämpft und Hugo ist gerade von China zurückgekommen, natürlich ist er müde, aber hat auch heute trotzdem gut gekämpft. Ja, ich freue mich wieder hier in der Bundesliga zu spielen. Ich war ein bisschen müde nach der Reise nach China. Aber ich bin sehr froh, dass ich gut gespielt habe und dass wir diesen Sieg 3-0 gegen Bergneustadt gehabt haben. It was a really tough match. We wanted to play our best. Unfortunately, Stefan, who is
one of the best players of our team is he cannot come. So yeah, it's a pity, but okay, it was a tough match also today.